Heute machen wir eine Salatsoße selber, nämlich eine klassische Vinaigrette. Dafür braucht man Olivenöl, Rotweinessig, Senf, Pfeffer, Salz und etwas Zitrone. Das ist noch ein Extra, was ich gerne nehme. Das Ganze und ein bisschen Wasser, ein Schlückchen Wasser, nicht so viel. Das Ganze fülle ich in ein Glas, was ich nachher gut schütteln kann, nämlich mit Deckel. Als erstes gebe ich etwas Öl hinein. Ich mache das immer nach Gefühl. Deswegen schaut einfach mal, wie das für euch passt. Ne? Etwas Essig. Etwas viel Essig. Deswegen nehme ich noch etwas Öl. Etwas Wasser. Etwas Zitrone. Beziehungsweise Zitronensaft. Das gibt nochmal einen extra schönen Geschmack. Pfeffer. Eine Prise Salz. Und den Senf, damit das Wasser und das Öl sich gut vermischt. Deckel aufs Glas. Und gut schütteln. So, das Ganze gibt eine schöne Masse. Fertig ist die Salatsauce und kommt jetzt direkt rüber. Das Ganze duftet wunderbar. So, und macht jeden Salat zu einem ganz persönlichen Highlight. Ist immer schön im Winter, gerade zu Feldsalat. Ganz toll, kommt super. Und schmeckt aber auch über Sachen Tomatensalat, Gurkensalat und so weiter. Also eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bis dahin, tschüss!